Jochen Mass und Hans-Joachim Stoll. Die Gruppe 5 Autos oder Spezialproduktionswagen sind reinrassige Rennfahrzeuge, die von Tourenwagen oder GTs abstammen müssen. Sie sind aber technisch so weit verändert, dass sie nur noch äußerliche Ähnlichkeit mit den Ursprungsmodellen haben. In der Klasse über 2 Liter sind es wieder einmal die Porsche, die die Rennen unter sich ausmachen. Werks-Porsche, solche vom Team Krämer, Loos oder Max Moritz. Die 630 PS-Boliden beschleunigen von 0 auf 200 Stundenkilometer in 8,2 Sekunden. Ihre Spitzengeschwindigkeit in Le Mans zum Beispiel beträgt 336 Kilometer pro Stunde. Hallo zusammen, heute stelle ich euch den Porsche 935 K2 von Zeitwiss vor. Das Modell habe ich schon lange in meinem Bestand, ich fahre das immer sehr gern und es hat schon einige Kilometer gesehen. Und ich finde optisch ist das ein echter Leckerbissen, mit den ganzen Details kommt es dem Original schon sehr sehr nahe. Und anders wie bei den GT3 Fahrzeugen ist auch der ganze Innenraum lackiert. So, schauen wir uns mal die Technik an. Bewährte Slotted-Technik, ich habe das Fahrzeug schon digitalisiert und ich zeige euch am Ende auch, wie ich das gemacht habe. Aber jetzt möchte ich auf zwei spezielle Dinge eingehen. Zum einen die Vorderachse. Ihr braucht hier keine neue Achse, ihr könnt die Originalachse nehmen, aber wenn ihr da Distanzen reinmacht, dann kommen die Räder einfach weiter raus und ihr habt natürlich eine stabilere Vorderachse und seid ein bisschen schneller. Das zweite, wirklich, was mich schon ein bisschen Nerven gekostet hat bei dem Modell, das ist die Motorwelle. Die ist hier schon gekürzt. Ich habe die mit dem Dremel abgeschnitten, aber im Originalzustand steht die hier raus. Und das hat den Effekt, dass diese rausstehende Motorwelle an der Karosserie anstößt. Ja? Und zwar genau hier an diesem Seitenkasten. Und dann funktioniert einfach die ganze Technik nicht, wenn es sich da an der Karosserie einhakt. Also das müsst ihr unbedingt angehen und einfach die Motorwelle kürzen. Das letzte Thema, was ich mit dem Fahrzeug hatte, das betrifft auch den Motorpott. Und zwar klemmen bei mir die Schrauben am Plastik. Das heißt, ich weite da immer gern mit dem Dremel das Loch in der untersten Chassisplatte, also nicht das Gewinde kaputt machen, was da drüber ist, sondern der untere Teil unterm Schraubenzieher. Und dann schraube ich, wenn ich das geweitet habe, dann schraube ich metrische Schrauben rein. Ja? Also Metallschrauben, die einfach kein scharfes Gewinde haben und dann entsprechend auch nicht im Plastik verkanten. Und auf der Bahn machen so kleine Veränderungen dann tatsächlich auch irgendwie 1-2 Zehntel aus, ne? Weil der Wagen halt viel stabiler liegt und die ganze Technik so arbeiten kann, wie sie halt auch arbeiten soll. Die genaue Einstellung der Schrauben, das müsst ihr einfach ausprobieren. Ich habe das immer gern so, dass es relativ lose ist, aber das hängt natürlich stark von der Fahrbahn ab, vom Gripverhältnissen etc. So, jetzt schauen wir uns nochmal an, wie ich das digitalisiert habe. Als erstes bauen wir den Lightkeel auf. Die Original-Lightkeele von Slotted schalten die Weichen nicht richtig zurück, deswegen müssen wir den ausbauen und nutzen stattdessen den Frankslot Lightkeel für Slotted-Modelle, der passt auch bei Sideways. Zu beachten ist nur, dass die verzinnten Kabel nicht unten rausschauen, so wie hier. Das ist gut. Und dann kratzen die auch nicht auf der Bahn. Im nächsten Schritt stellen wir die Vorderachse ein. Dazu von unten die Madenschrauben so weit reindrehen, dass die Achse so weit oben steht, dass der Wagen quasi auf dem Lightkeel und auf den Schleifern fährt. Und im nächsten Schritt einfach von oben die Madenschrauben wieder so weit reindrehen, dass die Achse dann wirklich auch zwischen diesen Madenschrauben läuft. Ich habe dazu auch ein separates Video bei mir auf dem Kanal zum Jaguar von Slotted und da zeige ich euch nochmal genau, wie man das einstellt. Bei der Diode gehen wir heute mal einen anderen Weg wie sonst. Zunächst kürzen wir die Beinchen, auch kurz und lang, sodass wir das nachher beim Anlöten noch erkennen und kleben ein Stück Moosgummi direkt auf die Chassisplatte mit Sekundenkleber und bohren anschließend ein kleines Loch mit dem Schraubenzieher und stecken die Diode einfach rein. Hält bombenfest und man kann auch die Höhe gut einstellen, sodass das eigentlich eine sehr gut funktionierende Variante ist. Man muss nur darauf achten, dass man das Moosgummi auch wirklich nur auf die Chassisplatte klebt und nicht nur auf bewegliche Teile. Den Decoder platzieren wir mittig und ich klebe ihn nicht auf irgendein Teil fest, sondern wird ausschließlich von den Kabel gehalten. Das hat einfach den Vorteil, dass da kein zusätzliches Gewicht irgendwie auf bewegliche Teile kommt und was ja dann irgendwie auch das Ganze träger machen würde. Im nächsten Schritt einfach noch rotes Isolierband von unten draufkleben, damit man die Schrauben, die man hier sieht, immer noch keinen Kurzschluss verursachen können. Also den Decoder einfach runterdrücken, sodass der nicht von unten gegen die Karosserie drückt. Und dann Deckel drauf, zuschrauben und dabei natürlich gucken, dass man die Karosserieschrauben nicht ganz festknallt, sodass natürlich auch die Karosserie auf dem Chassis noch arbeiten kann. Ich habe ja das Digitalisieren heute mit Bildern gezeigt. Ich denke, da kann man die Details besser erkennen.
Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet oder ob ihr gerne wieder ein Video hättet dazu. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.